Hallo! Wir machen ein neues Team-Battle. Wo wir starten. So, direkt erstmal die Rüstung anziehen, ja. So, 1000 Meter entfernt sind wir auf jeden Fall gestartet. Sollen wir uns erstmal finden oder? Oh, diesmal sind mehr Leute drin als beim letzten Mal. Wir laufen, ja, ich laufe jetzt schon mal in deine Richtung, aber wenn ich was loote, also wenn ich was looten kann, dann loote ich das auch. Wie gesagt, das macht echt viel Spaß. Das Game macht einfach Laune. Oh ja. So, letzte Runde kam ja auch wieder super. Also die war wieder gewonnen. So krass. Und das in der Runde, wo ich dir auch noch so erklärt habe. Das war halt wirklich unser erstes Team. Wir sind schon zwei hintereinander. Ja, bei mir auch. Ah, nee. Hier ist aber ein Haus. Können aber natürlich auch zwei Gegner sein. Ja, ja, klar. Spawns sind ja random. Ich bin oben auf einem Berg. Du kannst auch Stock und Stein aufheben und damit craften. Ja, ein Stock und ein Stein kombiniert ist ein Messer. Ja. Was hab ich denn jetzt? Keltrops? Du hast einen Stock in der Hand gehabt und hast auf einen weiteren Stock gedrückt, richtig? Nee, eigentlich war das ein Stein. Oder irgendwas in der Art. Scheiße, der ist schon bewaffnet. Aber der ignoriert mich, okay. Ah, das ist eine Falle. Genau, da ist noch einer. Ich laufe jetzt mal weiter. Ich laufe hier über freies Feld gerade. Ja, ja, bei mir sind auch zwei Leute, aber alle noch ohne Schusswaffe, was am Anfang normal ist. Nice. Ich glaube, der verfolgt mich. Javelin habe ich gefunden. Ein Javelin? Geil, ja. Das ist gut, das ist ein guter Speer. Jetzt wo? Leer. Ich crafte jetzt gerade erstmal den Standardkram. Ich versuche mir jetzt irgendwie mal einen Dolch ranzukommen. Und ich glaube, Messer und Stock ist Speer. Bei mir ist einer. Ich bin das draußen vor der Tür. Du das? Aber es kann sein, dass ja noch einer ist. Also das will ich nicht ausschließen, aber ich bin jetzt neben dir. Hier könnte noch einer sein. Das klang zu nah für da, wo du jetzt stehst. Hier eigentlich gefunden. Muscle Man. Okay. Einen hat's erwischt. Wie viele? Oh, wir sind eine volle Gruppe. 2, 4, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Leute. Eine volle Runde. Nice. Du bist in dem Haus drin, ja? Ja, ich bin in dem Haus drin. Hier sieht man jetzt auch die Umrandungen von Mitspielern. Hier schon mal eine 50er. Hast du schon ein bisschen Damage an wem gemacht? Also kriegst du die 50er auf? Nee, ich habe erst 30. Eine Bandage. Oh, das ist gut, was ich hier gefunden habe. Ich drop das mal eben. Ich habe eine Snare gefunden. Das heißt wirklich eine Falle. Die werde ich hier oben aufstellen. Wenn du also hier hochkommst. Ich weiß nicht, ob das auch am Team Schaden macht. Aber das ist echt geil. WTF, der hat gerade über mich gesprochen. Jemand mit einem Speer. Ah, da sehe ich. Okay, ich sehe sie. Ich laufe mal lieber nicht durch. Also ich konnte durchlaufen, das müsste dann auch, glaube ich, für dich zählen. Ich habe das mal nur gemacht, dass wir erstmal noch hier bleiben können, bis wir 50 oder so haben. Und wenn jemand kommt, dass wir einfach hochrennen. Bis jetzt. Ach. Jetzt weiß ich, was ich hatte. Das waren so Dinger, die kannst du so stolperisch. Ja, so. Siehst du es auf dem Grund? Genau, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. So, hier ist die Monitor. Ich suche mal ganz kurz draußen einen Stein. Ich brauche hier irgendwo einen Stein. Das mit den Monitoren finde ich total geil, dass da in den Häusern Monitore hängen. Ja, hier sind ja auch überall so Überwachungskameras. Das ist ja eher so als Fernsehsendung aufgebaut. Ja, genau. Wie gesagt, bei den Kameras sind ja auch irgendwelche, sind ja auch Lautsprecher dran. Der meinte eben, oh, jemand mit einem Speer. Ich weiß gar nicht, ob wir dann auch was von anderen hören oder ob das nur die Kameras sind, die um uns rum sind. Nee, meistens sagt der Todesanzeigen. Ich glaube, es ist nämlich schon einer gestorben. Ich glaube, er hat gesagt, dass einer mit dem Speer getötet wurde. Achso, das kann natürlich auch sein. So gemeint, ja. Das ist ein Gascontainer. Also das Haus sieht noch gut aus. Wassermilk. Komm, wenigstens eine Waffe oder sowas. Body Armor haben wir aber beide, ne, weil wir so gestartet sind, richtig? Ja. Dann nehme ich die trotzdem, zieh die noch drüber, dann ist die wenigstens weg. Das geht?
Ja, dann kannst du sie sozusagen löschen. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Was ich jetzt aber mal testen werde, ist, was das Ding hier unten macht. Du kannst sie nämlich recyceln für 20, aber was bedeutet das? Ja, da kannst du deine Sachen reinschmeißen und dann bekommst du die Punkte dafür. Ach so, Recycle for 20 heißt, ich kann für 20 Punkte das verkaufen. Genau, genau. Ich mach mal die blaue auf. Jo. Ein Tier 3 Baseballschläger, das ist geil. Was kann der Stein? Ein. Stock gibt ein. Aber den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt so einen schönen Metall-Baseballschläger. Lass mal zu unserer Falle zurückgehen. Jo. Ah, der Killswitch. Ich nehme halt keinen Man-Tracker. Du hast einen Javelin, ne? Ja. Noch ist keiner dran. Hau rein. Da ist einer. Da ist einer. Kommt der ran? Zweier-Team. Wie lange noch? Osten. Was denkst du, habe ich noch Zeit? Komm nicht. Okay, ich hab gedrückt. Laufen wir mal hier lang. Hat, glaube ich, keine Schusswaffe. Komm, wir gehen mal hier. Hier ist nämlich noch ein Gebäude. Ja. Ich hätte jetzt auch 50 für... In dem Haus, da müsste auch... Können wir zwischen dem Gift hier lang? Ich glaube, das müsste sich ausgehen, ja. Du bist durch. Oh, Bogen von vorne. Ja. Wow! What? Warst du das? Nee, aber der blutet jetzt. Der läuft ins Gas. Er ist halb tot und blutet. Wo ist er hin? Mit Giftpfeil oder whatever. Ich bin vergiftet. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, leider ich auch nicht. Aber noch volles Leben. Er droppt irgendwas, oder? Er hat mich da geblockt. Ja, den haben wir. Nice, come on! Oh Gott. Was? Gas? Nee. Das ist nur Gift, oder? Das Gift ist wieder abgelaufen. Okay, wir sind Gift gut. Ist weg. Wunderbar. Hatte der nicht einen Rucksack? Habe ich das richtig? Ja, hier ist er. Willst du ihn aufheben? Nee, mach du ruhig. Oh! Ich hab den Rucksack. Ich kann ihn nicht aufheben. Lauf. Laufen. Oh, shit, ey. Ich muss gucken, wie man sich einen Bogen craftet. Ja. Kommst du weg gerade? Ja, der Bogenmensch kann auf jeden Fall nicht mehr auf mich schießen, denke ich. Da hinten ist ein Gebäude, da will ich hin. Shit, jetzt habe ich den Rucksack fallen. Ich habe 10 Ausdauer. Gehen ein bisschen, also du kannst ein bisschen gehen, dann regeneriert dich außer. Verfolgen uns auf jeden Fall gerade nicht. Okay. Ich schicke mir eine Bandage eben rein. Was? Shit, ey, unseren Loot haben wir nicht bekommen. Aber wir haben einen gesnackt. Aber den Rucksack hast du, oder? Nee, ich hätte ja was wegwerfen müssen dafür. Ich muss ihn erst aufheben und dann kann ich ihn erst anziehen. Egal. Das heißt, die haben jetzt den Rucksack. So ein Ärger. Aber was ist eigentlich das einer Team? Also der eine noch? Das können wir ja gleich am Himmel gucken. Ja, es sind auf jeden Fall nur noch Teams unterwegs. Ja, der war allein. Frage, ob ich mich hier dran mal eben... Wobei, erstmal gucken, ob hier irgendwo... Wobei die Türen sind... Ach du Heilige, hier sind... Das Gastanks? Ich weiß nicht. Aber hier draußen kann man sich heilen für Credits. Ja, das ist gerade die Frage, ob ich mich jetzt für Credits heile. Weil hier scheint nichts mehr zu liegen. Wie sieht's bei dir mit Credits aus? Für eine blaue Kiste oder so? Ja, ich hab jetzt noch 80. Hab mich gerade in Folge gehalten und hab noch 80. Eine blaue Kiste ist im Haus auf jeden Fall. Okay. Wenn du irgendwie so Leichenreste findest, so ein Skelett und sowas, dann kannst du das untersuchen, gib 5 Credits. Okay. Orange Juice. Pick up Orange Juice, das sieht aber eher... Ich guck mal kurz, was es ist nur, okay, weil ich hab noch einen Platz frei. For 2 minutes, sprint faster, hit harder and feel less pain. Also einmal alles. Willst du das haben? Okay, das ist so... Adrenalin. Ja, ich hab sowieso. Ich hab noch Iron Skin und Muscle Milk hab ich. Daher alles gut. Den Iron Skin konnte ich mir auch eben noch schön reinwerfen, als sie uns verfolgt hatten. Das
Ja, und das ist gut. Also Spritzen gehen wenigstens noch schnell. Ja. Da hörst du auch nicht auf zu sprinten. Nix, nix, nix. Ja, und Laufen an sich gibt auch Crazy. Also wenn du bestimmte Anzahl Metern läufst, bekommst du auch wieder Punkte. Das heißt so, okay. Campen bringt halt nichts. Leute, die viel laufen, equippen sich halt schneller. Okay. So, warte, hier ist ja so eine Leiche. Achso, dir fehlen nur 10, dann untersuch du 10. Den. Dann könnte ich wieder eine blaue machen. Ja, mir fehlen 15. Ja, jetzt 5 halt noch. Ja, immer wenn du sowas hörst. Schon wieder eine Explosion, ja. Auch eine gefährliche Brücke. In eine Falle reingelaufen sein oder so. Ja, aber der eine Typ, der uns da angegriffen hat, der auch einmal explodiert ist. Das meine ich. Wieder ein Team. Keine Einzelnen, die sterben. Ja gut, der eine alleine war ja alleine. Noch einer, jetzt geht's los. Oh ja, das heißt, da ist auf jeden Fall noch ein Kampf. Oh. Moment, Kalkast Weather and Observation, das ist ja bestimmt nicht das leider, ne? Nee, so die Wetterstation, das ist doch keine Wetterstation hier, oder? Das wäre super witzig. Könnte eine Wetterstation sein. Weil wenn das so ist, dann wird hier eine Random-Kiste hingeschmissen. LOL! Just Beat, einer wurde mit der Faust getötet. Das war auch schon wieder, das Team ist wieder raus. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Drop-Station, also... Einer hat sich selbst umgebracht, einer hat Suicide. Findest du vielleicht noch ein bisschen Stuff zum Aufheben oder so? Oder kannst du eine Kiste öffnen? Eine Kiste könnte ich machen, ich habe 50. Haben wir eine gesehen? Hier oben ist, hier ist bald auch Ende. Nee, hier haben wir glaube ich keine. Will be delivered Kalkast Weather and Observation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ob vielleicht, ist das hier eine... Könnte sein. Wir können ja nochmal warten, ob sie hier kommt. Würde auch sagen, wir warten hier einfach eben. Vielleicht ist es das ja. Wie sieht's denn momentan aus? 3 Teams noch. Ja. Alle haben schon gemordet. Ja, das eine Team mit 3 Kills. Das ist... Sehr berühmtes Gefühl hier von dem Metall. Ach ja, ich guck erstmal, wie man Bogen craftet. Also, Den kann man noch craften. Ja, Bogen ist Speer und Stock. Okay, also erstmal Stein und Stein. Dann Messer und Stock. Und dann Speer und Stock für Bogen. Aber das kann ich nicht aus dem Javelin direkt machen, oder? Ne, Javelin ist schon eine Tier 2 Waffe. Du musst so wirklich diesen, okay. Muss das normale sein. Warte, ich kann aber dann... Wurde geliefert oder wird geliefert? Ne, wurde, habe ich verstanden. Okay. Dann ist es doch nicht hier. Dann gehen wir mal wieder zurück. Also über die Brücke. Hätte aber durchaus sein können, dass es das hier ist. Wie viele Crates hast du? Boah, diese Ecke hier, dieses hier, wo wir jetzt sind, ist auch ziemlich geil, wenn man sich umguckt und so und Gegner sucht oder sowas. Weil hier unten ist das eine Gebäude, wo wir waren. Hm, stimmt. Ja, lass mal in dem Gebäude unter uns, also hier kommt man ja bestimmt gut runter. Was ist das hier für eine... Ach nee, das ist ein Airdrop. Also eine Airdrop. Ja, ja, für 100 könnte man callen. Ja, da fehlt da noch. Ja, viele Kills machen gibt das. Also Leute, die 2-3 Kills machen, die können sich das eigentlich leisten. Hier ist einer gestorben, der hat doch einen Rucksack gewonnen. Rucksack oder Armor Pack? Sieht aber nicht nach einem Spieler aus, oder? Kann natürlich sein, dass es kein Spieler ist. Man kann hier auch nichts machen. Also nee. Ich, nicht irgendwie... ich könnte zum Beispiel meinen Baseballschläger für 30 verkaufen. Sowas, ne, musst du auch bedenken. Das lohnt sich vielleicht auch. Weil dein Airdrop, da ist ja auf jeden Fall eine Waffe drin. Ja. Ja, auch die Stimpacks kann man relativ gut verkaufen. Die gehen irgendwie 20 und 15. Puh, und dann das Archer-Package holen? Also ich, das ist schon ziemlich geil. Ich könnte, wenn ich beides verkaufe, komme ich auf 96. Könnte dir das Simpack droppen, dass du das verkaufst. Ah ja, stimmt. Ich verkaufe, dann müssen wir oben zu dem Airdrop zurück, ne? Unter dir, ja.
Oh nein, eine Minute. Shit, das ist blöd. Zu dem da oben kommen wir nicht mehr. Wir müssen den Airdrop hier unten suchen. Ich weiß leider nicht, wie schnell das geht. Auf jeden Fall braucht der Airdrop halt auch eine Minute. So, und ja. Das will ich jetzt ungern riskieren. Aber hier unten ist eigentlich auch eine Call Station. Jetzt müssen wir halt hoffen, ja, dass die anderen auf der anderen Seite sind. Weißt du, dass sie das hier gar nicht mitbekommen. Ja. Aber wenn wir jetzt halt einen Mantracker hätten. Ich call ihn. Leumann ruft an. Ja, schönen guten Tag. Okay, jetzt erstmal verstecken, weil die dürfen uns ja nicht sehen. So im Busch ist man eigentlich ganz gut versteckt. Oh, oh, wie kennt sie auch so. Was ist passiert? Das Super Pony räumt ab. Scheiße, wir sind die. Der hat 5 Kills schon. Also, das wird der Showdown, ne? Wenn wir jetzt noch den Airdrop bekommen können, wäre natürlich geil. Dann haben wir halt einen Bogen. Gott. Komm ich jetzt. Ich hab noch einmal Iron Skin für mich dann. Oder ist sie kaputt? Warte, ich kann dir Muscle Milk. Warte, hier. Increased Damage bei. Hier, den Damage Boost gebe ich dir noch. Weil ich werde 2 Sachen kriegen gleich. Jetzt dürfen die das nur nicht sehen. Da kommt der. Und der braucht so lange. Deswegen, dieses eine Perk, was ich meinte. Airdrop ist instant da. Ist schon echt krass. Ist schon geil. Komm, jetzt bring das Ding doch runter. Die anderen sehen das doch. Wer fliegt denn das? Nach rechts! Wo ist er denn? Ja. Oh Gott. Also geheim ist die Mission nicht mehr. Alter, du musst doch nicht landen. Werf das doch einfach ab. Das Gas kommt. Jetzt beeil dich. Gas kommt näher. Ich öffne. Personal Airdrop. Okay, mein Bogen ist dabei und das nehme ich mit. Obwohl, das nehme ich direkt, dann kann ich die nämlich auch noch mitnehmen. So. Okay. Ah, jetzt hast du hier Speed. Du musst nur aufpassen, dass du mir nicht wegrennst. Das Problem, ich habe jetzt keine Nahkampfwaffe mehr. Okay, ja gut, dann muss ich dich verteidigen. 24 Schuss. Ja, der Bogen ist auch im Nahkampf ganz gut, aber wenn ich keine Pfeile mehr habe, ist Ende. Ich frag mich ja, was der eine hat. Da ist eine blaue Kiste, lass mich die mal noch auf. Ja. Da hinten sind sie. Osten. Ja, links ist auch noch eine. Die ist zu. Die ist auf. Die ist offen. Ich würde halt gerne noch eine aufmachen, eigentlich. Tja, die bei der ist. Bei denen ist offen, ne? Hier hast du die gesehen, oder? Ja, genau. Da rechts ist sie. Die Kiste ist noch zu. Da hinten sind sie aber. Jetzt versuchen. Ja. Tod vergiftet. Alter, die haben Giftpfeile. Also versuch's nicht, okay. Die Kiste auf. Nee, lass das Gift jetzt erstmal ablaufen, sonst ist. Der trifft ja auch relativ gut scheinbar. Ich kotz gleich noch einmal. Komm, also, ja. Boah, lauf weiter. Lauf weiter noch, bis das Gift weg ist. Ich kotze nämlich nochmal. Wie nah sind sie dran? Hast du sie gesehen? Links sind sie schon. Okay, dann fege ich mir jetzt. Was hat er denn hier? Er hat einen Vorschlaghammer. Kunran, lauf lieber! Lauf! Laufen, Kunran! Bin auch vergiftet. Kunran, er ist genau hinter dir. Ich bin down. Evil Sensei hat mich. Ein Spuckrohr? Ja, glaube ich, zu dir hoch. Ja, ich glaube, okay. Ah, okay, Spectator unten ist. Du hast den einen. Nicht da unten. Ich sehe nur meine Leiche da. Oh shit, rechts von dir kommt der. Was ist der mit dem Sportler? Evil Sensei hat aber zweimal gut kassiert. Dreimal. Genau hinter dir. Denk dran, du hast Speedkopf. Der kann eigentlich nicht hinter dir her. Evil Sensei kassiert richtig. Ich kann leider die HP nicht sehen. Evil Sensei muss rennen. Der blutet auch. Den anderen gerade nicht. Jetzt, da ist er.
Wenn Speedbuff ist, ja. Shit. Ich muss irgendwie eine Nahkampfwaffe aufheben. Oh, ich kann leider nicht nur meine oder Leak oder so. Ich kann nur noch dir wirklich zuschauen. Hab einen! Nice. Der Vorschlaghammer ist krass. Du hast mehr Leben. Oder? Ich kann schwören, du hast mehr Leben. Dein Speed ist jetzt weg. Er schießt mit dem Bogen. Oh shit. Boah. Hast du denn noch Munition für deinen Bogen? Nee, oder? Gerade eben blutig noch. Ja, jetzt ist abgelaufen, ich sehe es. Wenn du jetzt einen Bogen hättest, wenn du jetzt irgendwie eine Bandage hättest. Noch ist ja nicht alles vorbei. Nee. Ich weiß, wo eine Bandage liegt. Er hat eine gedroppt. Wo ist mein Gegner? Ich sehe ihn nicht, ist das Problem. Ist er hinter mir? Er kommt, ja. Er ist da, wo du eben warst. Auf seiner Leiche, so gesehen. Ist jetzt oben. Er läuft oben lang. Weiß er, wo ich bin? Glaube ja. Er ist relativ zielgerichtet in deine Richtung gelaufen. Nice. Ich sehe ihn jetzt natürlich auch nicht. Da siehst du ihn nämlich. Frage, wie viele Pfeile er noch hat. Soll er mal so weitermachen? Wie komme ich nach oben? Die andere Plattform. Er kommt runter, er kommt runter. Nice. Schön. Der hat immer noch Pfeile. Wir sein Leben halt nicht. Come on. Nee. Nein. Oh. Boah, was war so ein knappes was Match. Was für ein Battle. Das ist aber irgendwie das Geile an dem Spiel, dass das PvP ist nicht so stupide. Weißt du, was ich meine? So einfach draufhauen oder so. Da ist schon wirklich was möglich und das ist echt cool. Auf jeden Fall. Puh. Ja, Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.